Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten die dritte Mission abgeschlossen. Ich muss mal gerade hier kurz meinen Mauspad-Ersatz. So, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben die dritte Mission abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter mit der vierten Mission, Leute. Der Aufstieg Athens, würde ich mal sagen. Klicken wir mal rein. Die Söhne von Pelops sind lange dahin, aber nördlich von Argos im Golf von Saros herrschen ihre Nachfahren in der Stadt Athen. Obschon anfangs nur ein verschlafenes Dorf, sollte Athen einst über die gesamte attische Region herrschen. Niemand glaubte mehr an diese Vision von Athen als sein König Theseus. Theseus hat die Herrschenden Athens auf dem Berg Ares versammelt. Hier wird er seine Pläne für die Stadterweiterung darlegen, die die Zukunft Athens, hofft er, für immer sichern werden. Der legendäre griechische Stadtstaat wird bald geboren. Ah ja, Leute, es geht also hier um die Stadt Athen und wie sie aufsteigt. Alles klar. 1000 bis 500 vor Christus, das heißt, wir bewegen uns schon ziemlich auf die Antike zu. Ja. So sieht's aus. Und ja, Missionsziele: besiegen Sie die Armeen von Eleusis, Aphidna und Palene. Aber zerstören Sie nicht die Stadtzentren, sonst verbünden sich die Städte nicht mit Ihnen und Sie verlieren. Okay. Theseus, der Tempel der Athene und mindestens zwei Athener Adlige müssen überleben. Gut, Leute, Geschichte. Könnt ihr auch noch mal kurz durchlesen. Die Ära Athens war angebrochen. Genau, Leute, würde ich mal sagen. Jo, starten wir einfach mal. So. Alles klar, wieder eine coole Cutscene hier. Freunde und Athener. Sparta und Theben im Norden und Süden werden stärker und gefährden unser Überleben. Um unsere Macht auszuweiten, müssen Eleusis, Palene und Aphidna unter Athens Herrschaft. Haben wir ihre Armeen besiegt, wird das Volk uns folgen. Okay. Gut, also was müssen wir genau machen? Wir müssen hier hin, ne? Wir müssen die ganzen Leute besuchen. Ah, wir können jetzt hier nochmal 10 Bonis verteilen. Da würde ich mal sagen, Bogenschützen, Bürger- und Fischerboote. Das nehme ich da am besten. Ja, Leute, ich bin jetzt gerade hier mitten in der Woche am Zocken. Es ist Donnerstagnachmittag tatsächlich. Kurz vor Upload und ja, hier die Schwertkämpfer, die können mal ein bisschen Trefferpunkte dazu bekommen. So, Leute, sehr gut. Genau, was müssen wir jetzt hier genau machen? Besiegen Sie die Armeen. Ach, wir müssen Armeen platt machen. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir haben hier unser Dorf und wir haben hier unseren Theseus. Der sieht hier so aus wie so 300. Und hier haben wir Athener Adlige und Bürger. Bürger haben wir schon mal. Ja, 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 was können wir denn hier bauen? Ach, genau, in diesem Spiel gibt es ja die Wunder, ne? Tempel des Zeus. Selbstheilung. Nee, nee, Leute, wisst ihr was? Baut mal eine Mühle hier auf. Ich baue mal einfach mal eine Mühle. Bauen die einfach mal. Ja, hier so hin. Und der eine Bürger hier, der kann mal. Ich glaube, wir brauchen Holz, ne? Wir brauchen Holz. So, hier können wir neue Bürger bauen, Leute. Ja, ich muss noch mal ein bisschen reinkommen. Ich habe es jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Aber das wird schon so. Die Spielgeschwindigkeit machen wir noch mal ein bisschen hoch. Und ihr Athener Adligen, kommt mal bitte hier hin. So, Leute. Wir haben aber keine Ressourcen hier, ne? Wir haben kein Gold, kein Eisen. Wir müssen also das auf das aufrochen, was wir hier haben. Und das ist nicht viel. Okay. Da habe ich schon wieder nicht genug Ressourcen für, ne? Das ist irgendwie so blöd. Aber gut. Das liegt nur an der Nahrung. Nahrung kommt rein. Wir haben hier den Theseus. Der Feind ist unser.
Der Feind ist unser. Genau, Leute. Und dann würde ich ganz gerne mal schauen. Die Soundlautstärke. Kann man das hier testen? Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen zu laut, Leute. So, alles klar. So passt das. Ja, die Sounds, die waren nämlich ein bisschen laut. Aber die Sprache, die ist dann auch leise. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Ich würde schon ganz gerne auch die Sprache hören. Mensch. Ja gut, dann komm, dann mach's wieder laut. Maximale Anzahl Sounds. Beste Audio. Komm. So. Genau, alles klar. Jetzt läuft das, Leute. Sehr, sehr gut. Und ja, die Bürger hier nehme ich mir fürs Holz. Und ja, dann würde ich mal sagen, graden wir die mal ab hier. Wieder eine Nahrung hier, ne? Mensch, arbeitet mal schneller. Und ja, Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut, wie immer. Hab mir ein schönes Glas Selterswasser hingestellt. Das schmeckt so lecker, das Wasser, wirklich. Und wir haben hier unsere Adligen, Leute. Schaut euch die an. Haben übertrieben viele Hitpoints. Machen 15 plus 6 Schaden. Ich glaube, die Bürger, die machen 7 Schaden. Ja, okay. Das ist schon doch nochmal was anderes, aber verbünden sie sich mit Afidna, Palene und Eloises. Eloises, besiegen sie die Armee jeder Stadt. Ach, ich weiß, welche Mission das ist, Leute. Ich weiß, welche Mission das ist. Und ihr habt kein Eisen mehr. Toll. Und wir haben Reiter, Leute. Genau, die hätte ich beim letzten Mal schon bauen können. Aber da war ich irgendwie zu blöd für. So, Nahrungsmittel Gold. So, dann machen wir mal 4 Reiter. Und am besten hier noch ein paar Bogenschützen. Und ja, wie komme ich dann an die Ressourcen jetzt dran? Ne, das ist irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Es sei denn, Moment, kann ich hier Hunde bauen? Leider nicht. Schade, Leute. Gut, egal. Gibt es hier... Hier gibt es anscheinend keine Ressourcen, ne, dafür. Gut, aber ist egal, Leute. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn die paar Einheiten jetzt hier fertig sind, werde ich zum ersten Mal angreifen müssen. So schnell geht das. Und... Ja, wie gesagt, es ist schon wieder so warm geworden draußen. Ne? Also... Ja, der Sommer, der kommt langsam, Ende Mai. Aber, ja, er kommt zum Glück nicht so krass. Also, keine 40 Grad angesagt oder so. Zum Glück. Also, ich habe keinen Bock auf 40 Grad. Ohne Scheiß. Muss nicht sein. So, Krankenhaus, was haben wir hier für ein... Plus 3 zu Angriffen und Bürgern. Ist doch gar nicht mal schlecht. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, sammeln wir noch mal kurz hier unsere Einheiten. Da kommen noch 2 Bogenschützen raus. Und dann würde ich mal schon mal sagen, gehen wir mal dem ersten Typen hier einen Besuch abstatten. Und bringen sie dann Theseus sowie 2 Adlige ins jeweilige Stadtzentrum. Okay, Leute, wir müssen also mit den Adligen hier auch spielen. Alles klar, aber die sind ja gut ausgerüstet. Ja, Gold habe ich nicht mehr. Okay, Leute, das war's. Das hier ist unsere Armee. Gut, würde ich mal sagen, gehen wir einfach direkt mal los hier zu dem Grünen hier. Alles klar. Ach, ich kenne diese Mission noch. Ja, 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 Leute, ich weiß, was für eine Mission das ist. wir müssen hier einfach ganz normal in die Dorfzentren gehen, die Armee platt machen, die da drin ist. Und dann verbünden die sich mit uns und greifen am Ende den Gegner an. Ja, das ist irgendwie... So, das Tor hier. Mach das mal kaputt, los. Das ist halt das Ding. Die Tore hier, die halten übertrieben viel aus. Das ist so. Ach, Moment. Nee, nee, nee. Mach nicht das Tor kaputt. Mach das hier Ding hier kaputt, los. Bleibt ihr hier? Verfügt über mich. Ja, ja, genau. Köpfe werden rollen. Alles klar, Leute. Ach Mensch, warum, was wollt ihr denn deine Ecke, ha? Schieß doch einfach da drauf, Mensch. So. Ja, die rennen immer, keine Ahnung, woher. Ah, jetzt fällt mir im Nachhinein ein,
Ich hätte vielleicht einen Samson bauen sollen, ne? Naja, gut, Leute. Dann geht das erstmal nicht. Gut. Naja, die wollen nicht. Alles klar. Ja, gut. Weißt du was? Dann schieß aufs Tor. Kommt, ist jetzt egal. Aufmachen. Los. Hier ist Besuch. Schön durch den Wald gucken. Es ist so geil, wie man wirklich immer reinzoomen kann. Richtig gut. So, kriegt irgendeiner Schaden? Nein, sehr gut. Soll der ruhig versuchen, mit den Bürgern das Tor zu reparieren, weil dann gehe ich nämlich direkt rein. Aber er macht's nicht, ne? Ne, die gehen irgendwie eine komische Route. Alles klar. Jo, Leute, das kann ein bisschen dauern. Ich zoome einfach mal ein bisschen näher dran, damit ihr euch mal das Spektakel hier angucken könnt. Wir müssen also Athen mehr zu mehr Macht verhelfen, Leute. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gehen wir das mal an hier. Aber die schlagen nicht alle auf die Mauer. Das ist ein paar, die schlagen wirklich hier noch auf die Mauer daneben hier, das hier. Ja gut, aber... Boah, Leute, ist das euer Ernst? Das dauert ja ewig. Moment mal, was? Da ist ein Bürger! Der repariert die Kacke. Ja, dann... Aufmachen! Los, rein hier! Rein! Los! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Ja, dann... So, macht ihm alle mal im Arsch hier. Okay. So, die hier sind zumindest schon mal drinne. Alles klar, die Streitkultenträger. Heieiei, Leute. Hey, hört mal auf, da auf das Gebäude zu feuern, Mensch. So, alles klar. Als Tribut hat sie Gold und Eisen bezahlt. Athens macht wächst. Ah, so kommen wir also an Gold und Eisen dran. Ich verstehe, Leute. Wir müssen einfach die Armeen platt machen. Alles klar. Ja, das ist ja Eleusis zur Kapitulation bereit. Bringen Sie Thesas und mindestens 2 Athener Adlige, damit sie sich hierhin verbündet. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir das mal. Wer schießt denn hier noch? Hä? Genau, Leute. Die Leute, die sie jetzt hier ausbilden, schaut mal, die erkunden hier für uns. Richtig cool. Und hier ist keine Mauer. Hier ist keine Mauer? Ach, wie geil, Leute. Ja, genau, Leute. Die müssen sich jetzt nämlich erstmal heilen hier, die Armee. So, stellt euch mal bitte ins Krankenhaus. Und dann würde ich sagen, können wir weiter Einheiten produzieren hier. Bogenschützen, Reiter und hier noch ein paar Speerträger und ein paar Streitkolbenträger. Dann haben wir es erstmal. So, nach einem Bogenschützen. Und die würde ich am besten nochmal hier... So, ein bisschen mehr Leben geben hier. So, Leute. Was haben wir hier noch? So, die Bogenschützen. Die können wir hier auch nochmal ein bisschen verbessern. 0, 3. Alles klar, Leute. Dann haben wir unsere nächsten Ressourcen schon wieder... Ja, verballert. Und... Genau, Leute. Die Armeen, die hier ist, ausbauen... Aufbauen. Die werden uns jetzt helfen. Leute, seht ihr das? Der Grüne hier, der baut eine Armee auf. Und die helfen uns jetzt am Ende, weil am Ende kommt eine riesige, fette Schlacht. Genau, Leute. Allerdings werde ich jetzt am besten selber nochmal ein bisschen mehr Einheiten produzieren. Ja, doch. Und, ja. Ansonsten, dann können wir auch gleich schon direkt wieder angreifen, ne? Oh, Autosave, Mann, Mann, Mann. Okay. Leute, diese Mucke, ne? Richtig gut. Ich liebe diesen Soundtrack. Wirklich richtig genial. Genau. Gehst du bitte ins Krankenhaus? Lass dich bitte heilen. Weil die müssen ganz dringend überleben, die Leute hier. So, dann haben wir auch schon gleich wieder alles fertig. Noch der eine die beiden Streikkolbenträger. Was ist das denn hier? Wir haben noch einen Priester, Leute. Ach, genau, die Priester, die können Einheiten bekehren, ne? Stimmt.
Aber das werde ich hier nicht benutzen. Ganz ehrlich. Also, genau, bekehren, Leute. Ja. Damit die dann für uns kämpfen, die Einheiten, aber ich glaube, das brauche ich hier nicht. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt mal weiter hier. So. Hoch hier. Los. Abmarsch. Sehr, sehr gut. Einen Turm kann ich nicht bauen, ne? Nee, leider nicht. Kein Stein hier. Alles klar. Ja, der baut hier weiter eine Armee auf. Finde ich sehr gut. Und, ja. Ach du Heilige. Der hat aber ganz schön viele da, ne? Ja gut, dann kommt mal her, bitte. Und dann macht mal bitte aggressives Marschieren. Ressourcen. Das sind Ressourcen, Leute. Gut, dann macht die mal alle kaputt. Los. Schlacht hier von Griechenland. So, Leute. Boah, das ist so geil. Das sieht so geil aus. Richtig geil. So, die machen wir alle platt hier. Ja, easy, locker. Was? Was waren jetzt? Alpha Afetna ist zur Kapitulation bereit. Wer, das war schon die Armee von dem. Alles klar. Ja, dann. Die Armee von Afetna wurde dezimiert und die Stadt hat einem Bündnis mit uns zugestimmt. Sie hat Gold und Eisen als Tribut bezahlt. Die Macht Athens nimmt ständig zu. Sehr, sehr gut, Leute. Wir haben mehr Bevölkerungslimit. Wir gewinnen nach wie vor die Leute für unser Team. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, Leute. Und die bauen sich weiter auf hier. So, wir haben jetzt wieder ein paar Ressourcen. Und die kann ich auch nutzen, um hier mal die Bogenschützen noch mal ein bisschen, ja, zu verstärken. Genau, zu verstärken, Leute. Und ja, am besten noch die ganz normalen Speerträger hier. Die können auch noch mal ein bisschen mehr abziehen. Ja. So. Dann haben wir schon mal das Gold schon mal weg. Ja. Ist klar, Leute. Ja, dann würde ich sagen, trinke ich mal einen Schluck von meinem Selterswasser. Alles klar. So, Leute. Wie ihr seht. Was ist das denn? Afetna, ach, der König von denen, alles klar. Wie ihr seht, der ist viel mächtiger hier. Hört ihr auf? Hört ihr mal auf, den Lilanen da zu penetrieren? Oh, schaut mal hier. Oh, der rüstet sich auch schon ordentlich aus, ja. Hört ihr mal auf, den kaputt zu machen? Hey! Also da seht ihr mal das Bekehren, Leute. Der versucht, Bürger zu bekehren. Und schaut mal. Und zack, da ist die Einheit für ihn. Richtig krass. Gut, Leute. Ja, wir müssen uns auf eine Endschlacht hier vorbereiten. Haben wir alle Einheiten? Wir haben tatsächlich alle Einheiten zusammen. Sehr, sehr gut. Was ist denn jetzt? Die haben die Armee kaputt gemacht. Ja, na dann. Alles klar, dann würde ich sagen, müssen wir einfach nur hier hingehen. Cool, Leute. Müssen wir einfach nur hier hin? Dankeschön, lieber orangener Freund. Wirklich. Aber ich kann mich hier an eine Sache erinnern. Ich kann mich hier an eine Sache erinnern, tatsächlich. Lass dir das kaputt. Lass dir das ganz. Hört auf! Macht das nicht kaputt! So, Leute. Und hier. Hallo. Wir haben Palenes Armee vernichtet. Und die Stadt ist jetzt zu einer Allianz bereit. Oh. Sie hat uns Gold und Eisen als Tribut gegeben. Wir kriegen noch mehr Einheiten. Athens nimmt zu. Und Attika. Oh. Oh nein! Ach, verdammt. Jetzt habe ich es weggedrückt, verdammt. Bringen Sie Theseus zum Tempel der Athene in Athen. Das lasse ich mal lieber. Ich muss mich noch weiter vorbereiten hier. Ohne Witz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich gehe zum Tempel und freue mich auf mein Herz. Ich glaube, meine Zeit hier geht dem Ende zu. Und ich gehe größerem Ruhm. Ich kann mich hier an was erinnern, Leute.
Hier gibt's später eine richtige Endschlacht. Das heißt, wir brauchen definitiv Verteidigungstürme hier, ne? Hier sind nicht umsonst zwei Steinvorkommen, Leute. So. Würde ich mal sagen, nehme ich mir mal hier die Bürgerchen mit. Und dann bauen die mal da hinten eine Siedlung auf. Genau, ihr vier. Geht mal bitte hier mit hin. So, Leute. Ja, die versammeln sich. Finde ich sehr cool. Wir müssen uns allerdings noch drauf vorbereiten, Leute. Die Reiter. Die können wir ein bisschen mehr abziehen und ein bisschen mehr aushalten, bitte. Was? Hört ihr auf. So. Gut, Leute. Dann würde ich sagen... Ich brauche eigentlich kein Holz mehr, ne? Nee, Leute, ich brauche kein Holz mehr. Oh. Wir haben Bevölkerungslimit. Ja, hallo? Dann, macht mal hier. So. Los. Baut mal ein bisschen Stein ab hier. Der kann hier bleiben und kann mal ein paar Türmchen aufbauen, Leute. Der hier auch am besten, oder? Nee, der hier, der kann mit zu den Steinen gehen. So, Leute. Wir müssen uns hier nämlich vorbereiten, Leute. Hier kommt gleich eine extrem schwierige Szene, glaube ich. Ich kann mich da an was erinnern. So, Leute. Jo. Noch 7 Minuten? Das passt soweit. Jo. Lassen wir die mal hier eine Armee aufbauen. Oh, schaut mal den Orangenen. Der hat hier schon einiges, ja. Oh, schaut mal der Grüne. Oh, hier regnet's. Krass, hier regnet's, Leute, wie geil. Und ja, ich glaube, wenn wir diesen Typen gleich da reinschicken, ich glaube, dann, ja, wird's nämlich schwierig. Alles klar, da würde ich sagen, machen wir das mal hier. Ein paar Türmchen aufbauen, aber ich glaube, die werden wir brauchen, Leute. Ich glaube, die werden wir brauchen. So, wir haben nämlich jetzt auch eine riesige Armee. Aber die reicht nicht, Leute. Die reicht nicht. Ich glaube, das wird schwierig gleich. Ich glaube, das wird schwierig, ja. Wie gesagt, hier sind nicht umsonst zwei Steine. Die hier ist auch nicht voll besetzt, ne? Ja, ist egal. Gut. Der hämmert hier, der zimmert hier den Turm. Schau dich das an. Einfach so mit dem... Ja, mit dem Hammer eigentlich schon, ne? Mit dem Hammer baut der einen Steinturm auf. Ja, ist klar. Gut, Leute, wir haben hier einen Tempel. Ah, wir können... Ah, nee, wir haben ein Bevölkerungslimit, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, gut. Wisst ihr was? Dann werde ich einfach hier die Ressourcen nochmal nutzen. Um hier die Einheiten nochmal ein bisschen abzugraden hier. Ja, doch. So, Theseus. Dich kann man nicht upgraden. Wo sind die, hier, Athena Adlige? Die sind auch voll. Streitkolbenträger, die können wir noch upgraden. So, haben aber kein Eisen mehr. Das ist aber nicht schlimm. So, die Bogenschützen können wir ein bisschen schneller sein. Und, dann bringen sie Theseus zum Tempel Athens. Seht ihr das hier oben? Da ist nämlich eine gelbe Flagge, Leute. Und hier eine gelbe Flagge, das wird gleich extremst heftig. Da kommt nämlich gleich eine Schlacht. Genau, Leute. Aber bevor die kommt, möchte ich mich vernünftig vorbereiten. Möchte ich mich hier vernünftig vorbereiten. So, der Priester. Seht ihr das? Die bauen hier ordentlich Einheiten. Schaut euch das an. Richtig krass. Schaut euch mal den Grünen an. Richtig heftig. Lauter, was sind das für welche? Speerträger, ja. Lauter Speerträger, Leute. Sogar abgegradet hier, ne? Sogar abgegradet, krass. Okay, Leute, dann würde ich schon mal sagen, wenn der den Turm hier aber gleich mal fertig hat, nehme ich mir den Theseus, verfüge über ihn und gehe zum Tempel der Athene. Aber Moment, die Köpfe werden rollen. Ganz genau, Leute. Aber Moment. So lange halt, bis der Turm hier fertig ist. So, mach mal die Reichweite. Grade die mal ab, bitte. Und der ist fertig. Sehr, sehr gut. Dann
Der Feind ist unser. So sieht's aus, Leute. So. Cutscene. Oh mein Gott. Der legendären Helden ist vorbei. Oh. Theseus wurde von den Göttern auf den Olymp geholt. Das ist also, das soll also die Akropolis sein, ja? Okay, sehr interessant. Und jetzt? Athen wuchs weiter, bis Sparta und Theben die aufstrebende Stadt nicht mehr dulden konnten. Sie bildeten eine Allianz und schon bald marschierten die Armeen und zwangen Athen zur Verteidigung. Genau, Leute. Allerdings sammelt ihr euch mal bitte hier oben hin. Bumm. Die Armee ist schon unterwegs. Perfekt. Jetzt kann ich mal zeigen, wie ein echter General kämpft. Ich sehe es. Ich bin schon unterwegs. Jetzt sammeln die sich nämlich alle hier. Schaut mal. Der Orange kommt und der Grüne kommt. Ja, die bewegen sich dahin alle. Sehr, sehr gut. Weil, guckt mal da, alter Schwede. Gut, Leute. Die Speerträger. Alles klar, dann würde ich sagen, unterstützen wir die mal hier. So, schaut euch das an. Eine extreme Schlacht hier. Schaut euch das an, Theben, Leute. Die Theben hier. Alles klar. Ihr schafft das schon, oder? Und seht ihr das hier unten? Seht ihr das hier unten? Da sind noch Spartaner, Leute. So, genau deswegen... Mächtige Athener. Eure Verbündeten bieten ihre Hilfe so. Bei der Zurückschlagung der Invasion. Dann macht die kaputt hier los. Das sind nämlich königliche Wachen, Leute. Die sind extrem heftig. Schaut euch die an. Oh, ho, ho, der Grüne kommt, der Lilane kommt. Sehr, sehr gut. Aber die Theben da oben, ne? Ja, hei, hei, hei. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Ja, aber die kriegt ihr, oder? Die schafft ihr. Oh, schaut euch das an. Oh, geil. Leute, das ist richtig geil gemacht, diese Mission. Aber wir haben's. Spartans. Ja. Wir haben die Spartaner. Gut. Dann kommt mal bitte hier zu den Thebenern. Los. Meine Truppen sind bereit. Wir tun unser Bestes. Sehr, sehr gut. Auf zu den Thebenern oben. Los. Angriff! Oh, das wird ein Riesenspaß. Ja, tatsächlich, Leute. So, die kommen mit uns. Sehr, sehr gut. Wir sind stärker als ihr Thebener. Wirklich. Schützen Sie Athen vor angreifenden Armeen. Ja, wo sind sie denn? Die Thebaner greifen an. Wo sind sie denn? Wir müssen die Stadt schützen. Wo sind sie denn? Ah, hier sind die Thebaner. Alles klar, Leute. War das jetzt schon wirklich schon Mission 4 nach dieser Schlacht? Deren Ernst? Oh, hier unten. Ach, du Heilige. Wie sind die denn hier reingekommen? So, Leute, die Thebaner. Alles klar. Dann macht die kaputt. Passt die vielleicht sogar. Haben mehrere Siege gegen die Eindringlinge errungen. Jetzt muss der Feind. War es das schon mit der Mission? Das wäre episch. Das, jetzt ist nämlich genau die Folge wieder zu Ende. Athens Armeen wurden ausgelöscht. Die Macht Athens auf der griechischen Halbinsel ist für alle Zeiten gefestigt. Von diesem Tage an warten Größe... und noch größere Gegner auf die Stadt. War's das jetzt mit der Mission, oder was? Das wäre mega heftig. Krass! Das war's schon, Leute. Wie heftig. Das war's schon, Leute. Und meine Uhr hat gerade geklingelt. Oh mein Gott, das ist so mega geil. Hier waren die Thebener. Und hier unten waren die Spartaner, die Spartans. Aber ja, Leute, wir haben es so schnell geschafft. Wir haben Athen gefestigt auf der griechischen Halbinsel. Und ja, dann würde ich sagen, speichere ich das direkt. Das ist richtig cool, dass wir jetzt schon die Mission durch haben. Gut, Leute, dann würde ich sagen, stürzt das Spiel gleich, glaube ich, wieder ab. Nee, noch nicht, okay. Alles klar, aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann stürzt es ab. Oder auch nicht. Okay, cool. Cool, Leute. Ja, dann haben wir tatsächlich den Aufstieg Athens innerhalb von einer Folge geschafft. Was war denn da los? Okay, cool. Gut, Leute.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Mission, der Peloponnesische Krieg. Und ja, wenn euch die Folge hier soweit gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.